Die Götter werden dir nicht vergeben. 30. Was ist denn da unten los eigentlich? Willst du mir mal verraten, warum du so einen Lärm machst? Bayek! Bist du es wirklich? Ja, lauf. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Und ihr seht es schon, wir sehen ein bisschen anders aus. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wir waren beim Friseur, der nicht wirklich ein Friseur ist, da der Friseur nicht wirklich existiert. Aber es gibt wohl ein paar, ich sag mal, Tastaturbefehle, beziehungsweise man muss es eher Gamepad-Befehle nennen, denn das geht nur mit dem Gamepad. Man kann die Frisur ändern, man kann den Bart ändern, beziehungsweise man kann die Frisur abwählen sozusagen. Also man kann sich den Kopf rasieren und man kann sich den Bart rasieren oder man trägt eben diesen Bart und diese Frisur, die wir in der letzten Aufnahmesession sozusagen hatten. Mir gefällt das hier irgendwie ein bisschen besser. Er sieht ein bisschen gepflegter aus und ich finde nicht mehr ganz so gefährlich. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht hat euch das andere ja besser gefallen. Und man kann ihm eine Kapuze aufziehen. Und da hat es natürlich richtig viel gebracht, dass ich ihm den Kopf rasiert habe, denn man sieht davon nichts. Aber ich finde, so eine Kapuze gehört zu Assassin's Creed auch irgendwie dazu. Deswegen tragen wir jetzt auch wieder eine Kapuze. Und ja, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession, wie gesagt. Es sind wieder ein paar Tage vergangen. Ich hoffe, ich kriege die Steuerung noch irgendwie auf die Reihe. Es gab jetzt auch einen sehr großen Patch von über 1,6 Gigabyte, glaube ich. Das heißt, es wurde nochmal ordentlich was gefixt. Unter anderem dieses ominöse, wir haben plötzlich wieder Pfeile, weil wir den Bogen gewechselt haben. Das war ein Bug. Und der soll jetzt wohl, glaube ich, gefixt worden sein. Mal gucken, was noch alles gefixt wurde. Ich glaube, man kann jetzt auch parieren. Und ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Foto des Tages. Okay, gut. Schick. Foto des Tages. Kann man sich das irgendwie angucken? Wahrscheinlich. Man könnte es auch liken. Das möchte ich aber nicht. So. Ich wollte mir, das ist mir nämlich dann in der Nachbearbeitung bzw. im Schnitt aufgefallen. Wir haben ja dieses eine tolle Rätsel. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich den Controller angeschlossen habe. Nicht, dass er da hier irgendwelche Spirenzchen macht, weil ich Tastatur benutze. Komm und finde mich im Siva. In Siva, am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Das ist ja ein Rätsel, das wir lösen müssen. Und das ist mir dann so, als ich hier mal auf die Karte geguckt habe, im Schnitt sozusagen, habe ich gesehen, hier ist so ein total auffälliges Becken. Da, ich glaube, wir haben da auch mal gesagt, entschuldigt, dass wir in eurem Pool gesprungen sind. Und den wollte ich mir tatsächlich gerne mal angucken und ich kann ihn sogar markieren. So, wie war jetzt nochmal Pferd rufen? Ich weiß es nicht. Kuh? Ich glaube. Ja, Hottie. So, wo habe ich es markiert? Da hinten. Gut. Leute, ich verstehe euch immer noch nicht. Es wurden irgendwelche japanischen Untertitel gefixt. Das finde ich gut. Japanisch verstehe ich genauso gut wie eure Sprache hier. Oh, ist das die Stadtwache? Oh, das war die Stadtwache. Das heißt aber, dass die Stadtwache nicht mehr scharf auf uns ist, oder? Großer Amun! Wobei, es ist unser Bayek. Nein, seid ihr wahnsinnig. Läuft die Stadtwache rum. Ich meine dadurch, dass da jetzt Stadtwache unterwegs ist, ist das sozusagen die nächste, Sicherheitsstufe. Weil als wir hier das erste Mal unterwegs waren, waren hier ja nicht wirklich Wachen unterwegs, wow. Oder? So, einmal runter vom Hottie, das weiß ich auch noch, wie es geht. Und ich weiß nicht, ob das eine Sünde ist, wenn wir hier reingehen, um zu tauchen. Wobei, was machst du da? Wäschst du oder wäschst du Gold? Was tut sie da? Auf jeden Fall hat sie sich, glaube ich, gerade gefreut oder gewundert. Ab rein mit uns. Da können wir was plündern. Ein Schild, Stufe 6. Ja, Papyrusrätsel gelöst. So einfach geht's. Nein, ich habe nicht nachgeguckt tatsächlich. Aber das ist mir wirklich... Lass dir mein Pferd in Ruhe. Was macht ihr denn da? Lass mein Hottie in Ruhe. So, und das möchte ich mir auch... Ups. Straße folgen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Man kann links unten eine Straße folgen, wie bei Witcher. Es erinnert mich immer mehr an den Witcher. So, wir haben rein theoretisch noch unsere Hauptquest. Aber wir gucken mal ganz kurz, was wir da gerade aufgehoben haben.
Qualität. Genau, da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise ich habe ein bisschen nachgelesen, weil mich das so interessiert hat, ob es eher Sinn macht, die Sachen zu verkaufen oder zu zerlegen. Und tatsächlich macht es mehr Sinn, die Gegenstände zu zerlegen. Das heißt, ich werde das auch tun, um an die Materialien zu kommen. Denn wie ich mir schon dachte, man bekommt eben sehr, sehr wenig Gold daraus oder wie auch immer die Währung hier heißt. Ich sage jetzt einfach mal Gold. Das heißt, wir zerlegen die Sachen. So, vergleichen, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt, aber ich gucke es mir trotzdem mal an. Schild des Antigonos. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ein leichter Schild, der von einem mazedonischen General erfunden wurde und schnelle Truppenbewegung ermöglicht. Fernkampfwiderstand und Feuerwiderstand. Na gut, das heißt, unser Nahkampfwiderstand geht sozusagen flöten. Und unsere Schadensabsorptionsrate. Aber vielleicht... Oh, man sieht uns hier auch wesentlich besser. Vielleicht... Mein Nachbar macht schon wieder Lärm. Es ist furchtbar. Ja, entschuldigt. Sollte man im Hintergrund seltsame Geräusche hören, dann liegt das daran, dass mein anderer Nachbar seinem Rasenmäher-Fetischismus wieder nachgeht. Und unser typischer Nachbar, den einige, die mich schon kennen, ebenfalls schon kennengelernt haben, der zerlegt wieder sein Badezimmer. Warum auch immer. Vielleicht gefällt es ihm nicht mehr. Ich weiß es nicht. Okay, gut, wir haben es ausgerüstet. Sieht auf jeden Fall schicker aus als dieses einfache Bronze-Ding. Und ich denke, die... Was man auch machen kann, das habe ich auch nachgelesen, man kann sein Zeug aufwerten. Das heißt, wenn einem irgendetwas gefallen hat, dann muss man es nicht unbedingt immer zerschrotten. Bei dem hier macht es jetzt allerdings. Es hat zwar Nahkampfwiderstand und Schadensabsorptionsrate, aber optisch gefällt es mir überhaupt nicht. Und ja, das ist auch wichtig. Für eine Frau zumindest. So, weg damit. Wir kriegen ein Epic-Eisen und zwei Bronze. Und entschuldigt, wenn ich da einfach immer Epic sage, aber Lila ist für mich Epic. Ich bin ein WoW-Kind und da war Lila immer Epic, deswegen. Wow. Genau, wir haben jetzt rein theoretisch, wie gesagt, noch die Quest und hier oben irgendetwas. Aber ich würde fast sagen, oh, wer hat denn hier? Kiwi Flava, ich glaube, die kannten wir schon. SH Anduril hat ein schönes Landschaftsbild gemacht. Und SP2333 hat ein schönes Bild davon gemacht, wie er offensichtlich lebensmüde irgendeinen Abgrund überquert. Oder sie, je nachdem. Okay, gut. Wir gehen... Was haben wir denn hier eigentlich? Bayeks Versprechen, Nebenquest. Was ist das? Wollen wir da mal hingehen, bevor wir unsere Hauptquest angehen? Ich drücke mich tatsächlich ein bisschen vor der Hauptquest. Wobei, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Wir könnten auch unsere Hauptquest... Ups, angehen. Ich drücke dafür immer noch die falsche Taste. Tab ist ja, um hier reinzukommen. Wir können auch diese Quest machen, oder? Ist auch Stufe 5. Bayek ist entschlossen, Medunamund zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Ich hoffe, er verfügt nicht über übernatürliche Kräfte. Das wäre dann ziemlich unfair. Missionsziel in der Nähe. Ist das so? Ups, falsche Taste. So. Er ist da oben drin. Ich wusste es. Vögelchen? Huch. Das Drehen ist irgendwie... Haben die die Steuerung vom Vögelchen verändert? Wo ist er? Da ist er. Arbeitet? Was? Medunamund arbeitet? Ist er nicht so eine Art Anführer? Um Amuns Willen. Aber es wird Nacht, oder? Das ist nicht das Schlechteste eigentlich. Wo bist du? Wo? Ist da jemand? Was? Warum sind die aufgescheucht? Will ich euch die Schädel einschlagen? Oder träumen die? Hier hinten war gerade irgendwas. Vögelchen, was hast du gesehen? Wandert, ist gefangen. Da ist noch ein Schatz. Ja, ich habe auch in der Aufnahme bzw. im Schnitt dann gesehen, dass ich mich ein bisschen mehr nach diesen Pfeilen orientieren sollte, denn eigentlich zeigt er das schon sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schätze wir hier rein theoretisch finden können. Waren es 3? Waren es 4? Hier ist offensichtlich auch noch etwas. Was haben wir hier? Noch ein Schatz. Das da hinten ist die richtige Schatzecke, aber da ist auch Hölle viel los. Ich versuche jetzt mal möglichst viel zu markieren. Das Problem ist... Wenn da jemand ist? Warum sind die denn so aufgescheucht mit dem, wenn da jemand ist? Sagen die das im Traum oder sagen die das, weil die hier wirklich was vermuten? Okay, da unten interessiert uns ja eigentlich nicht mehr.
Uns interessiert ja eigentlich nur die Festung. Herr Nachbar, könnten Sie bitte Ihre Tür normal benutzen, wie jeder andere Mensch auch? Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft für meine Aufnahme. Was soll ich euch denn sagen? Entschuldigt, wie gesagt, wirklich, wenn ich man das hört. Nicht. Das ist mein Nachbar. Hier müssen wir, ich glaube hier in das grüne Gebiet, da haben wir ja schon genug Mist gebaut. Da müssen wir hoffentlich nicht mehr hin. Da ist eine ganze Kompanie, weil da gerade Holz angeliefert wird. Das riskieren wir aber, glaube ich, nicht, denn das sind ziemlich viele und wir haben ja keine Möglichkeit, jetzt irgendwie eine Masse auszuschalten. Allgemein haben wir nicht... Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren! Haben wir nicht so viele Möglichkeiten, oder? Wir können ja nur betäuben momentan. Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen schlau gemacht, weil mich das ein bisschen geärgert hat, dass wir nicht wirklich einen hinterhältigen, tödlichen Angriff machen können. Ja, das lernt man noch. So, da war auch noch jemand. Und da war da gerade irgendwo Holz? Habe ich da gerade irgendwas gesehen? Vögelchen, haben wir da gerade irgendwas gesehen an Holz? Offensichtlich nicht. So, ich glaube, das müsste es jetzt so grob mal gewesen sein. Das Problem ist, wie gesagt, dass einige schlafen. Und wir haben ja schon festgestellt, dass die dann auch einfach aufstehen und ihrer Arbeit nachgehen. Ich denke mal, dass sich da irgendwie die Schicht ändert sozusagen. Also, dass die verschiedene Schichten haben. Das wäre sogar irgendwo cool und realistisch. Ort, der Tempel des Amun! Wer brüllt denn da die ganze Zeit? Bist du wahnsinnig? So einen Lärm zu machen. Okay. Gut, Medunamun habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Sollte ich aber vielleicht auch mal machen, weil ich neugierig bin. Vögelchen, können wir mal... Oh nein, die haben die Steuerung... Habt ihr die Steuerung umgekehrt? Das ist für mich gar nicht gut. Damit kann ich nicht umgehen. So, genau, wir gucken uns den Kollegen da mal an. Ganz unauffällig. Ist der da drin? Er ist irgendwo... Ist der unterirdisch? Sieht fast so aus, oder? Oder da drin. Könnte auch sein. Keine Ahnung. Er könnte auch im Keller sein. Wenn es hier irgendwo in den Keller geht, Vögelchen, geht es hier irgendwo in den Keller? Hier ist auf jeden Fall der Schatz. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Geht's zum Durchgang? Lasst mich wenigstens mit ich würde mal Frau sagen, sprechen. Hier geht's irgendwo in den Keller. Jetzt schläft er. Okay, vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig da hoch, bevor der Morgen dämmert. Wir haben ja jetzt sein ultimatives Kapüzchen. Das heißt, dem Sneaky-Dasein steht nichts entgegen. Oh je. Bereitet euch schon mal drauf vor, es wird wieder ordentlich Chaos, weil ich ja natürlich auch nicht diese weiß... Diese Zone ist tabu. Aua, über die Fackeln. Ob ich die Steuerung noch kenne. So. Ja, schön hier übers Feuer drüber latschen. Plündern, Munition ist voll. Vielleicht sollten wir auch erstmal das Feuertöpfchen da drüben ausmachen, oder? Wobei da drin ist... Oh, mein Schatz. Hallo? Den gönnen wir uns mal eben. Eins von drei. Uns hat hier keiner Wasser, gesehen. Bitte! Wasser! Oh, was? Oh! Was? Oh. Ja, das war jetzt natürlich nicht so gut. Guckt er hier einfach so rein. Okay, wir versuchen mal. Ich bin am Verdursten. Bitte. Ist hier jemand? Ich hoffe nicht. Tja. Oh nein, nicht. Ich möchte... Was ist das hier? Hier lag so eine offensichtliche Schriftrolle. Aber da unten ist irgendwas Blaues. Ja gut, er ist jetzt aufgescheucht. Was ist denn das Blaue da unten? Verdammt. Wir müssen doch nochmal dahin. Ich will wissen, was das ist. Oder ist das hier? Was ist das? Ein Text?
Dies ist eine Erinnerung an eure täglichen Pflichten im Tempel. Brecht das Siegel, das zur Statue von Amun führt. Entzündet eine Fackel, um euch Amun zu nähern. Verbrennt Weihrauch in Amuns Nähe und sprecht ein Gebet zu ihm. Wascht die Statue des Amun. Gebt der Statue neue Kleider und Juwelen sowie neue Opfergaben. Wenn der Tag endet, fegt eure Fußspuren fort, wenn ihr geht, und erneuert das Siegel. Solange ihr diese Regeln befolgt, wird Amun nicht verärgert. Die Götter seien mit euch. Priester Digidiofunk. Wie auch immer man das auch spricht. Ich habe gesagt, ich werde nicht versuchen, diese Namen richtig auszusprechen. Es endet nämlich auch in einer Katastrophe. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, sagen, wir versuchen. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Da unten steht halt einer. Und es gibt ja hier keinen wirklichen Quicksave. Das ist halt immer so eine Sache. Also wie kann ich mich... Oh, oh. Die Götter werden dir nicht vergeben. Warum laufen die da drüben? Könnt mich doch nicht so nervös machen. Gibt es einen schnellen Weg darüber? Auf die andere Seite, ohne seinen Hals zu riskieren? Wo wollt ihr denn alle hin und warum... Ach so, auf Hotties. Okay, gut. Das heißt, der Transport ist wahrscheinlich weg, oder? Haben wir da unten irgendwas? Ich glaube nicht. Dann möchten wir mal bitte hier ins Gras. Und zwar in Duckstellung. Duckstellung ist sowieso immer vorteilhaft. Okay. Also hier geht gerade niemand, zumindest. Dann würde ich versuchen... Was haben wir denn hier? Ein Aussichtsturm? Ich hoffe, uns sieht keiner. Das wird ein ganz häufiger Satz werden. Ich hoffe, uns sieht keiner. Wir machen ja alles von Hoffnung abhängig. Wo Können versagt, muss Hoffnung helfen. Das war auf jeden Fall knapp, weil da unten kommt jetzt einer. Okay, wo ist denn jetzt die Feuerschale? Da drüben. Das bringt uns also auch nicht viel, dass wir jetzt gerade hier hingegangen sind. Wobei, da unten ist jetzt niemand mehr. Kannst du mir verraten, warum du dich jetzt da hingestellt hast? Auch nicht so wirklich, oder? Hier können wir... Ups, auf jeden Fall über das Seil, oder? Und dann darüber. Das ist ja... Das läuft ja... Das läuft ja... Nein, so wie geschmiert. Es ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Was passiert eigentlich hier, wenn wir die Falle, also wenn die Falle ausgelöst wird? Was passiert denn dann? Fliegt das Ding in die Luft? Haben wir speziellen Sprengstoff? Okay, gelb ist da hinten in dem Haus. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Wollen wir es riskieren und erst die Schätze holen? Was ist das Problem ist, ich möchte ja schon versuchen, immer möglichst alles zu lösen, aber die Schätze sind da hinten und da ist wirklich die Hölle. Wir können ja versuchen, erstmal unser Ziel auszuschalten, oder? Die Götter werden dir nicht vergeben. 30. Was ist denn da unten los eigentlich? Willst du mir mal verraten, warum du so einen Lärm machst? Bayek! Bist du es wirklich? Ja, lauf. Hier sind noch andere Priester gefangen. Insgesamt 4. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Gefangene, was? Finde und rette die Priester aus. Oh nein. Okay, gut. So, Vögelchen hat hier irgendwo einen entdeckt. Wo ist er? Irgendwo da hinten. Da. Okay, und die anderen sind hinter uns. Da. Und wieder ein anderer. Und, ja, großartig. Da drin ist doch auch unser Ziel, oder? Oh, verdammt. Was haben wir uns denn jetzt da eingebrockt? Und ihr bleibt jetzt hier drin? Oh je. Ich versuche mich erstmal... über das Gras weiter zu bewegen, wobei... Da kommt ein Pferd. Der hat uns gerade kurz gesehen. Gebt den Weg frei. Mit wem redet ihr? Es ist keiner da. Aber die da haben wir noch nicht inspiziert. Die kennen wir noch nicht. Genauso wie die beiden. Oh. Achso, ich dachte gerade, da oben steht jemand.
sollten wirklich versuchen, nach oben zu kommen und vielleicht mal ein paar Leute loszuwerden. Das Problem ist, wenn wir das jetzt machen... Was? Sieht er uns, oder? Merkwürdig. Psst, leise. Wieder schön in die Duckstellung. Ich glaube, hier sollte er eigentlich so liegen, dass man ihn nicht sieht. Hier ist keiner momentan. Feuer gefangen. Ja, wie? Du hast die ganze Zeit kein Feuer gefangen. Du bist vorhin über zwei Fackeln drüber gelaufen und hast kein Feuer gefangen. Und jetzt fängst du Feuer? Ist das dein Ernst? Willst du mich ärgern? Er will mich mobben, glaube ich. Ich weiß halt immer noch nicht, bei manchen Spielen können die Leute auch nach oben gucken, bei manchen nicht. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Können wir uns hier festhalten? Wenn wir hier hochgehen, dann brechen wir uns doch alles, oder? Wie weit geht's denn da runter? Es geht. Oh, wir können uns an den Fugen festhalten. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt auf den Tempel. Ach, je. Was tun wir? Aber zumindest gehen wir auch Richtung die Schätze, die wir markiert haben. Da unten zum Beispiel. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Ja, aber hier ist doch niemand. Ich hoffe, da unten ist niemand. Können wir da runter? Können wir uns vorsichtig runterlassen? Kannst du das? Ist das ein Schlafzimmer? Au. Da unten läuft jemand. Einmal plündern, bitte. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Oder? Nicht in die Feuerschale. Das bringt uns wahrscheinlich nichts, oder? Er kann sich ja nicht an den Dingern da festhalten. Okay, gut, wir müssen jetzt also gucken, wie wir sonst noch rauskommen. Alle mal bitte weggucken. Hier ist alles so hell. Wo ist denn der andere Schatz jetzt nochmal? Da läuft einer ziemlich nahe bei uns. Was nicht so gut ist. Der läuft direkt vor dem Tempel, kann das sein? Nein, er dreht wieder rum. Klettern wir einmal hier drüber. Na, was tust du denn da? Okay, gut. Ich gehe nämlich lieber wieder oben drauf. Ja, das war jetzt vielleicht ein komischer Umweg, aber sicher ist sicher. So, einmal wieder hier oben drauf. Hep. Und dann gehen wir zu dem anderen Schatz, der da in dem Haus ist, wo jemand steht. Könntest du dich bitte runterlassen? Und zwar schneller. Hey du! Willst du zu mir ins Gras kommen? Graskuschelgeschichten. Dass du die... Ups. Na, jetzt... Also das ist wirklich... Da bin ich wirklich froh, wenn das geändert wird. Das ist nämlich immer unnötiger Stress. Okay, wo ist der Schatz? Da drin, in der Kiste. Das Problem ist, dass da jetzt zwei Leute sind. Und ich weiß nicht, wann der Morgen dämmert. Du da, komm mal ins Gras. Zu mir. Hey, was? Ich hoffe, wir sind noch so... Okay, für den anderen nicht zu sehen. Aber wir müssen den jetzt töten. Ich weiß aber nicht, wie laut das ist. Okay, Kollege, du bitte, da? Lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Tatsächlich versuche ich das, Kollege. Ich bin wegen dir hier, unter anderem. Weil ich mir das hab aufbrummeln lassen. Die lassen sich Moment. Mehr Zeit, als gäbe es keinen Morgen. Gut, gibt's für die auch nicht. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Kommt ein Schwerträger. Psst, leise. Hey, du, Schwerträger. Ich hab da... Was soll ich euch denn sagen? Ich ganz spezielles nicht. Gras für dich. Das klingt irgendwie falsch. Okay, gut.
Ich hoffe, das fällt nicht auf, dass er Leute von... von der Schicht fehlen. Sind die im Haus? Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Warum sind die denn jetzt da in dem Haus? Okay, gut, wenn ihr euch schlafen legt... Wie, ihr steht auf, ich schwör's euch. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Kann ich die eigentlich töten? Hören die das? Okay, ich bin gerade über ihn drüber gelatscht. Das war vielleicht... Aber ich sollte die Leichen wahrscheinlich dann gleich wegschaffen, oder? Denn wenn die... Na, können wir das mal plündern und nicht auf die Kiste steigen? Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Wort beendet.